Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir, ja, keine Premiere, aber eine der wenigen Flaschen von der Kyrö-Brennerei aus Finnland. Kyrö's Choice Masala Finish 2021, 47,2 Volumenprozente bei whisky.de im Shopsystem. Momentan exklusiv bei whisky.de im Shopsystem zu 49,90. Passen Sie auf, ist eine 0,5 Liter Flasche. Ich war im Sommer mit dem Auto in Schweden und wir wollten über Åland nach Finnland übersetzen, aber leider ging die Fähre nicht, zumindest war sie war keine Reisefreiheit an dieser Stelle gegeben. Und damit konnten wir die Kyrö-Brennerei, die wir eigentlich besichtigen wollen, leider nicht besichtigen. Aber die Flasche haben wir jetzt dennoch bekommen. Es ist ein Single Malt Rye. Boah, was ist das? Single Malt, das ist doch immer Gerste. Nein, ist es nicht. Das Melzen bedeutet, das Korn keimen zu lassen. Man weicht das Korn ein, dass es nass ist, dann legt man es hin. Und dann fängt es an zu keimen. Und nach einer gewissen Zeit platzt es auf. Und der Inhalt, der aus Stärke besteht, beginnt sich durch Enzyme zu teilen in Zucker. Und dann im weiteren Verlauf wandelt sich der Zucker, wird er zusammengesetzt in Zellulose. Daraus entstehen dann Wurzel, Stängel und Keimblätter. Und dann beginnt also der Roggenhalm zu wachsen. Und das ist bei allen Getreidesorten so. Dieses Melzen bedeutet, diesen Umwandlungsprozess unter kontrollierten Bedingungen zu starten. Und wenn der maximale Anteil an Zucker enthalten ist, wird gestoppt. Und dann kann man diesen Zucker in Alkohol vergären. Das geht mit jedem Getreide, ist bloß manchmal schwieriger. Und beim Roggen ist es schwieriger. Drum gibt es auch so wenige Roggenbiere bei uns, obwohl Roggen eigentlich dann nicht mehr so viel, aber es wird schon auch bei uns angebaut. Hat mit einem amerikanischen Rye an dieser Stelle wenig zu tun. Die meisten Ryes in USA werden thermisch gecrackt. Das ist also hier die Stärkeketten oder Stärkepulver dann in Zucker gespalten wird. Das wird dort unter Druck und Temperatur, meistens mit Zusatz von sauren Bestandteilen des vorherigen Produktionsschritts oder Produktionscharge dann erleichtert. Also hier wird tatsächlich gemälzt. Die Kyrö Distillery Company wurde im Jahr 2012 gegründet von 5 Freunden, die sich bei einem Saunagang dazu verabredeten. Ja, auch hier ein Kunststoffkorken. Und das finde ich bei den kleinen Brennereien richtig gut, weil die sich relativ hart tun, an die wirklich guten Korken zu kommen, die von den Großabnehmern aus der Weinindustrie und so schon mit Beschlag belegt sind. Und hier hat man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, schlechte Korken zu bekommen. Haben wir bei mehreren kleineren Brennereien und kleineren Abfüllern in der Vergangenheit gesehen. Und die haben dann zum Teil dann umgestellt auf Kunststoffkorken und sind damit ganz gut gefahren. Ich finde das in Ordnung, dass man hier dem Kunden nicht die Gefahr eines schlechten Korkens da überantwortet. Man kann natürlich die Flasche umtauschen, selbstverständlich. Es macht aber Mühe, ne? Das muss nicht sein. So, schauen wir mal. Boah, das ist ja ganz was anderes. Roggen hat, kennt man so vom Roggenbrot, und da hat man so einen, der Sauerteiggeschmack kommt bei diesen Roggenbroten aus meiner persönlichen Sicht immer stärker durch und hat man so einen würzigen, säuerlichen Geschmack, trockenen Geschmack. Und hier haben wir jetzt einen aromatischen Roggengeschmack oder Aroma, verbunden mit einer leichten Süße, wahrscheinlich aus diesem gemälzten Roggen, weil das ja zu einem Malzzucker aus Roggenmehl passiert. Also richtig aromatisch, es ist unglaublich. Wow. Ein bisschen muss man riechen, weil dieser ist so überstark. Ein bisschen Nelke kommt durch, Eiche kommt durch.
Also mit gutem Willen, im größeren Abstand ein bisschen Honig und Vanille. Aber dieser Roggenton liegt über allem und eventuell ist so im Hintergrund so eine leichte weinige Note, Rosinen, dunklere Trockenfrüchte zu riechen. Man braucht ein Weilchen, um diesen Roggen, diesen ungewöhnlichen Roggengeruch, der sich so richtig aufdrängt, dass man den ein bisschen überwindet. Cheers. Ich wollte schon sagen, beim ersten Mal hat es die Zunge überfallen. Es dauerte einen Augenblick, Speichelfluss riesig. Dann überfällt er auch die Zunge mit einer, ja, mit einer würzigen Roggennote, aber auch einer Süße, die den Speichelfluss anregt. Und dann die Weinnote und die, das Aromatische eines starken Eichenfasses. Wow. Es ist also ein Marsala. Finnisch und Marsala ist ein Starkwein wie Sherry oder Portwein, wird bloß in Sizilien nach ziemlich identischen Verfahren hergestellt. Und Marsala ist die westliche Hafenstadt oder die westlichste Hafenstadt in Sizilien oder auf Sizilien. Jo, boah, das ist ja ein heftiges Ding. Wer also einen Roggenwhisky mal probieren möchte, das ist einer. Und Achtung, 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 erwarten Sie nicht einen Single Malt Gerstenwhisky. Erwarten Sie das nicht, das ist er nicht. Er hat es vom Grundcharakter mit 100% Malt, gemälztem Roggen, ein sowas von anders, lässt sich auch nicht mit den amerikanischen Roggenwhiskys vergleichen, die ja sehr, sehr häufig noch einen guten Anteil Mais mit dabei haben. Gut, Roggen 51% in den USA, Rest Mais, Gerste, Weizen. Hier aber 100% Roggen und dann nicht mit Hilfe von Druck, Temperatur und einem sauren Bestandteil gecrackt zu Zucker, sondern hier tatsächlich natürlich gemälzt. Und damit kommt jetzt auch dieser etwas höhere Preis von 49,90 € für eine 0,5 Liter Flasche zustande. Ein ganz kleiner Hauch an Wasser dürfte dem Whisky an dieser Stelle gut tun. Mit 47,2 Volumenprozenten hat er dazu die Chance. Ach ja, bevor ich es vergesse, anfangs ist diese Flasche exklusiv nur bei uns bei whisky.de erhältlich. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.